Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Von mir gibt es heute den Tag 3 für den YouTuber Adventskalender und ich freue mich sehr, dass ich mitmachen darf. Liebe Tesli, vielen Dank dafür, du hast es super vorbereitet. Ja, und von mir gibt es heute einen weihnachtlichen Haul und ich fange mal an mit den Adventskalendern, weil was ist wichtiger als Adventskalender an Weihnachten, ne, oder vor Weihnachten, um die Zeit abzukürzen? Ja, also. Ich habe dieses Jahr ein bisschen sehr zugeschlagen, ich muss zugeben. Eigentlich wollte ich nur einen und habe mich auch diesmal tatsächlich für einen Make-up-Kalender entschieden, was ich vorher noch nie so riskiert hatte. Und zwar habe ich dieses Mal diesen Asam Beauty-Kalender entdeckt und bestellt, weil ich dachte so, ja, ich habe mal reingeblitzt in so ein Unboxing und für mich ist immer wichtig, dass die Farben so ein bisschen passen. Also nicht zu viel rot, sondern lieber ein bisschen gedeckter und so. Ja, hat mir einen ganz guten Eindruck gemacht. Dachte ich mir, ich riskiere es mal. Und Assam wollte ich schon längst mal ausprobieren. Genau. Jetzt war noch so viel Zeit und da bin ich noch über den ein oder anderen Kalender gestolpert. So würde man vielleicht eher sagen. Da habe ich zum Beispiel im Müller einen Ampullen-Adventskalender gesehen. Den habe ich natürlich auch mitnehmen müssen. Der hat 15 Euro gekostet. Ich weiß, er ist momentan reduziert auf 10. Also falls ihr noch Interesse habt, schaut mal vorbei. Und ich habe mich gefreut, endlich wieder einen Ampullenkalender gefunden zu haben. Vor 2 Jahren hatte ich schon mal einen. Den fand ich richtig gut. Der war damals vom Aldi. Und der ist halt jetzt von Müller. Genau. Und ja, zwei sind so alleine, ne? Habe ich gedacht. Ich weiß jetzt gar nicht. Es war irgendeine Aktion, auch ein Angebot. Und ich habe auch vorher schon mal reingeguckt. Naja. Jetzt durfte auf jeden Fall der Essence auch noch bei mir einziehen. Dieses Mal habe ich ja genug Make-up für die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich. Aber ich denke, ich werde nicht alles behalten. Ich werde bestimmt auch ein bisschen was weggeben und vielleicht in die Verlosungskiste packen. Und es wird auch hier heute eine kleine Verlosung geben. Genau. So, also die 3 Adventskalender durften bei mir einziehen. Ich habe noch 2 andere bestellt, die ich aber nicht als Adventskalender mitbestellt habe, sondern ja, so als Paket quasi. Einmal den von Catrice, den einen Do-It-Yourself, den habe ich auch schon ausgeräumt, denn da war es selber, schöne Lippenprodukte und Nagellacke und ich liebe Lippenprodukte und Nagellacke und ein bisschen was ist in die Verlosung gewandert, sozusagen. Genau. Und das zweite war von Garnier, diese Maskengeschichte. Da habe ich einfach für 15 Euro die 12 Masken abgegriffen, weil ich einfach so ein Maskenfan bin. Ne? Wer mich kennt, weiß das ja. Ja, das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist Teddy. Da war ich und habe eine schöne Tasse entdeckt. Und da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf, dass ich die endlich benutzen kann mit so einem kleinen Wichtel. Super süß, oder? Für 1,50 Euro kann man echt nicht meckern. Ja. Hat sich so ein bisschen in mein Herz gestohlen und habe ich mitnehmen müssen, obwohl ich genug Tassen habe. Ne? Also es ist nicht so, dass wir einen Tassenmangel hätten. Ja. Außerdem habe ich Servietten gebraucht. Ne? Braucht man ja für Weihnachten. Da habe ich die hier mitgenommen. Und nochmal sowas. So einen kleinen Hund. Fand ich auch sehr niedlich. Und die Servietten bei Teddy sind halt auch einfach immer recht günstig. Für 1 Euro kann man halt auch mal 2 verschiedene Packungen mitnehmen. Und manchmal reichen die uns dann auch fürs nächste Jahr noch. Naja, genau. Dann ist Dezember und jetzt trudeln ja auch langsam die Termine für das neue Jahr ein. Und da schadet es ja nicht, einen neuen Kalender zu haben. Und für mich habe ich diesen hier mitgenommen, der hat mich total angesprochen, total gecatcht für meinen Schreibtisch. Ein neues Terminbuch mit so wunderschönen Rosen drauf, finde ich so opulent und mit Gold und ja. Es gibt so Aufteilungen nach Monaten natürlich. Es gibt auch Sticker, die man quasi verteilen kann. Ja, mal gucken, weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ich bin jetzt nicht so der Sticker-Fan, aber dann gibt es natürlich so spezielle Blätter für Special Events kann man eintragen vorne. Dann gibt es die monatliche Aufteilung mit To-Do-Listen und dann natürlich auch das ganz normale.
nach Tagen. Ja. Und so weiter und so fort, wie diese Kalender halt immer so aufgebaut sind. Also ich habe jetzt auch noch nicht so oft so richtig diese, wie heißen die denn? Die haben ja so speziellen Begriff, ne? So, ich habe meistens so Bücher genommen bis jetzt, nur mit Aufteilungen. Und jetzt habe ich halt mal so einen schönen, ne? Aber da freue ich mich total drüber. Für 7 Euro, naja, gut. Ja, kann man schon mal machen, ne? Vorher hatte ich jetzt den hier entdeckt, einen Wochenplaner. Da habe ich dann überlegt, ob ich ihn zurücklege, aber ich habe gedacht, schaden kann es nicht, wenn man so in Kleinigkeiten nochmal, den kann man sich auf den Schreibtisch legen, dann immer nur das Blatt vielleicht auch oder einfach rausreißen, wenn man es braucht. Ja, mal gucken, das hat jetzt 2 Euro gekostet, da wollte ich das, habe ich gedacht, kannst du riskieren, ne? Ob du es dann brauchen kannst oder nicht. Ja, was habe ich noch? Noch was Weihnachtliches, ein paar schöne dicke Socken habe ich mitgenommen. Weil ich die liebe, nehme ich gern abends nach dem Baden. Und ein paar Bambusstäbchen, ne? Die hatte ich noch nicht, möchte ich mal testen. Hört man ja immer ganz gute Sachen davon, dass sie ganz gut okay werden. Und warum Plastik, wenn es dann auch anders geht, habe ich jetzt hier das erste Mal gesehen. Möchte ich mal ausprobieren. Ein paar Karten habe ich noch mitgenommen. Nichts Weihnachtliches, sondern einmal für Baby und Geburtstag. Hochzeit, nochmal Baby. Die haben immer ganz schöne Karten. Und als letztes vom Teddy gab es noch 2 Haken. Und da werdet ihr jetzt auch sagen, die haben ja natürlich mit Weihnachten nichts zu tun. Nee, die haben nichts mit Weihnachten zu tun. Die habe ich mitgenommen, weil meine Freundin so eine tolle Idee hatte. Die hat sich im Urlaub jetzt immer einen Haken in die Tasche geworfen und hat den dann im Urlaubs, im Doppelzimmer oder in dem Bad dann eben an die Wand oder an die Tür gehängt und dann haben wir da Haken gehabt, obwohl die Hotels so immer so schlecht ausgestattet sind, ne? Und da habe ich gedacht, ach, da musst du mal gucken und die haben halt die Haken für 1 Euro, da ist auch nicht viel verloren, wenn du den dann vergisst vielleicht mal. Und deshalb habe ich mir gleich 2 Stück mitgenommen, die schmeiße ich in den Koffer, dass ich das nächste Mal auch einen Haken dabei habe. Die Idee ist nämlich echt grandios. So, und dann kommen wir schon zum Rossmann. Da habe ich mal was Neues mitgenommen, was ich ausprobieren möchte. Und zwar von Isana, dieses Hyaluron, diese Kompaktpflege. Ne? Ich mache die mal auf und ihr werdet sehen, es ist schon ein Fingerabdruck drin. Das war niemand anderes, das war ich. Ich habe schon mal ausprobiert, ob das sich füllt. Also da gibt es so ein Schwämmchen. Und dann ist es so. Ne? Und ich habe hier schon mal gedrückt. Ja, da kommt also die Farbe von unten hoch. Und dann soll die mit diesem Schwämmchen quasi aufgenommen werden. So. Und verteilt. Also ich bin echt mal gespannt. Soll ja sehr leicht sein. Pflegend ist ja nie verkehrt. Ich weiß nicht, ob man überhaupt eine Deckkraft kriegt. Gut, es ist natürlich auch noch sehr mau hier jetzt. Aber ich habe gedacht, das ist auf jeden Fall was, was super interessant ist. Und das wollte ich mal testen. Bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich gleich mal rüberräumen und vielleicht morgen mal ausprobieren. Genau. Was braucht man noch an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit? Tee, ne? Ich kaufe mir immer diesen Rooibos Vanille besonders gerne. Ich habe gesehen, im Internet gibt es den nicht mehr. Also ich hatte eigentlich noch auf eine Bestellung gewartet, aber die kommt irgendwie nicht bei. Naja, war eigentlich eh nur eins dabei, was noch sehr weihnachtlich war. Alles andere ist normal, ne? Kennt ihr ja. Und ich habe gesehen, den Rooibos Vanille gibt es im Internet nicht mehr. Ich glaube, der ist ausverkauft. Und im Laden gab es den jetzt noch, ich glaube, ich habe 3 Stück mitgenommen. Ja, ich liebe den, sehr guter Tee. Und hier will euch auch jemand guten Tag sagen. Sag mal hallo. Jo, die spielt hier rum, ne? Auf, ja. So, was habe ich noch? Ein Pinsel habe ich für mich mitgenommen, so ein kleines Vorweihnachtsgeschenk, ne? Hab ja nicht genug, ja.
Der war im Angebot von Essence. Nee, Rival Loves Me ist der, so mit Pink, seht ihr ja. Und ja, habe ich gedacht, kann man irgendwie nie genug haben. Von den größeren habe ich auch noch nicht so viele. Dann habe ich für mich nochmal so ein Isana-Badeperlen-Päckchen mitgenommen. Die sind nämlich fertig. Also da waren die letzten aufgebaut und ich denke, dass die auch nicht mehr nachkommen. Dann natürlich diese wunderbare Winterbeerenkerze. Ne? Ich habe zwei Stück mitgenommen. Es ist nicht exakt die gleiche wie die, die ich vorher hatte. Und ich hoffe aber, dass sie genauso gut duftet. Sie riecht sehr gut auch im Glas jetzt hier. Und das ist halt schon nicht so süß und plätzchenmäßig, sondern so richtig schön beerig. Und ach ja, ich fand die ja toll. Ne? Wer mein letztes Video gesehen hat, das aufgebraucht Video, weiß, ne? Freak. Sehr schön. Die habe ich mitgenommen, habe ich mich sehr gefreut. Dann habe ich zwei Masken mitgenommen. Einmal Isana Serum Tuchmaske Retinol mit Cranberry, glättet die Haut. Und einmal die mit Hyaluron und Alge zum Erfrischen der Haut. Bin ich sehr gespannt. Habe ich noch nicht probiert. Sind aber, glaube ich, auch ziemlich fertig jetzt. Ich glaube, dass die rausgehen die nächste Zeit. Was auch rausgegangen ist und habe ich vorher schon ein paar Mal in der Hand gehabt, aber ich brauche eigentlich keine weiteren Paletten. Aber die war ja irgendwie schon süß, ne? Diese Café to Glow. Und ich fand sie halt auch von den Farben her ganz schön. Ich bin ja eh so ein Nude-Typ. Und sie war auch wirklich noch unberührt. Also ich habe jetzt mal aufgeklappt und habe da auch mal den Finger drin gehabt. Also es war meine. Insofern war es kein Problem. Man muss ja da immer ein bisschen aufpassen in diesen Kruschelkästchen. Aber ich liebe diese Kruschelkästchen. Ne? Da habe ich also noch was mitgenommen. Und zwar so einen kleinen Voluminizing Lipgloss. Und auch der ist unberührt gewesen von Catrice. Schöne Farbe, oder? Ich finde den total schön. Und er ist halt nicht so groß. Ich sag mal, den kann man auch mal mit in Urlaub nehmen, ohne dass er gleich so viel Platz in der Make-up-Tasche wegnimmt. Das finde ich gut. So, und jetzt waren schon die 13 Minuten um. Es wird doch länger. Was Kleines habe ich auch noch was von Catrice. Und zwar diese Waterproof-Mascara. Die mag ich ja sehr gerne. Habe ich schon ein paar Mal in groß gehabt. Und auch die habe ich gedacht, nimmst du mal mit für die Urlaubstasche. Na, die bleibt also auch erstmal noch zu, weil ich habe ja momentan zwei kleine offen, einmal von Anastasia Beverly Hills und einmal von Clinique. Die gefallen mir beide ganz gut, nur der von Anastasia Beverly Hills, der kleckst ein bisschen rum, also macht Fliegenbeine, das ist nicht so mein Ding. So, und ich glaube, das war's vom Rossmann, oder? Ja. Und dann habe ich noch ein paar Sachen von DM mitgenommen. Und da kommt jetzt einmal eine winterliche Seife. Und da hatte ich noch eine bestellt, genau vom Rossmann. Eine mit diesem Wintermotiv. Und die ist halt noch nicht da. Aber ich habe ja jetzt keinen Seifenmangel. Das ist nicht das Problem. Aber sie wäre halt schön gewesen, jetzt so im Bad zu haben. Ne? So mit so einem schönen weihnachtlichen Motiv. Naja, gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Balea Cremeseife Beere Vanille. Das ist ja auch so ein Herbstding und für trübe Tage riecht sehr schön. Mag ich auch. Die werde ich jetzt runterstellen. Dann durfte ein Duschgel mit Creamy Winter Dream. Das möchte ich aber gerne als Badezusatz verwenden von Dracul Moon. Bin ich mal gespannt. Das riecht sehr schön. Ich habe ja die Handcreme davon schon. Ich hoffe, dass es sich nicht verriecht in der Badewanne. Weil manche Duschgele kann man für die Badewanne nicht nehmen. Die sind nicht stark genug. Aber Dracul Moon ist ja eigentlich immer sehr intensiv. Ne? Deshalb dachte ich, das ging vielleicht. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Dann wird es auch nicht so lange dauern, bis ich es aufgebraucht habe. Ne? Ich habe noch eine Verwöhnseife von Isana. Ach, guck, habe ich vergessen. Die habe ich noch mitgenommen. Die gab es online nicht mehr und die habe ich jetzt vor Ort mitgenommen. Die riecht auch sehr gut. Die werde ich aber noch eine Weile stehen lassen. Hier habe ich vor allem wegen dem Glas die auch mitgenommen. Also Apfel ist sowieso schön und Glas fand ich toll. Kann man nachher halt schön weiterverwenden, hoffe ich. Könnte man vielleicht dann auch in die Spülmaschine sauber machen.
Habe ich mir so gedacht. Geht mit manchen Kosmetiksachen, Behältern, die kann man schon in die Spülmaschine tun. Habe ich auch schon öfter ausprobiert jetzt. Und hier bin ich guter Dinge, ne? Also habe ich mich gefreut, dass ich die jetzt doch noch erwischt habe. So, was haben wir noch? Dann habe ich natürlich Adventskerzen mitgenommen. Ich habe jetzt nur noch die eine hier oben. Die anderen stehen schon im Esszimmer. Und eine habe ich ja natürlich auch schon angebrannt. Und ja, ich habe mich dieses Jahr für die Silberglitzerkerze entschieden. Wir haben ja so vier Holzklötze, die unterschiedlich hoch sind. Und da werden die dann einfach drauf gesteckt. Und untenrum kann man ein bisschen dekorieren, wenn man möchte, braucht man nicht. Man kann die auch im Geraden stellen, auf den Tisch zum Beispiel in die Mitte oder eben als Viererblock oder wie man halt lustig ist, ist ja immer variabel. Und ich habe sie jetzt auf dem Sideboard stehen. Genau. Wer mir auf Instagram folgt, hat ja vielleicht auch das Foto gesehen. Ich habe es hochgeladen von meinem Adventskalender sozusagen. Ja, fand ich schön und sind auch immer sehr erschwinglich. Dann habe ich hier noch zwei Sachen, die ich so mitgenommen habe. Einmal darf Deo, ist ja mein Lieblingsdeo, das musste mal wieder mit. Und hier von Sundance, die 30er Lippenpflege, die ist im Angebot gewesen und der nächste Sommer kommt bestimmt. Habe ich gedacht, ich nehme sie mal mit, wenn ich sie schon gerade sehe. Ich habe 70 Cent oder so. Und ja, gefällt mir gut. Dann auch hier durften wieder Masken mit, weil ich habe ja zu wenig. Ne? Einmal diese Ruby Chocolate. Da bin ich sehr gespannt. Habe gerade eben von Chiquitas Place gehört, dass es wirklich schön wäre. Bin gespannt. Also da freue ich mich schon drauf. Mein Chocolate, Schokolade und Obst ist ja immer so auch mein Ding. Und das ist diese Sweet Kurkuma. Kann man gar nicht aussprechen. Sweet Kurkuma. Sweet Kurkuma. So irgendwie. Also diese Kurkuma-Maske, die irgendwie mehr nach Schokolade oder Kakao riechen soll als nach Kurkuma. Da bin ich auch mal gespannt. Habe ich aber nur eine mitgenommen, vorsichtshalber, weil ich nicht weiß. Ne? Ich meine, theoretisch könnte ich ja noch mal hingehen, wenn ich es so toll finde, dass ich fünf brauche. Genau, dann hatte ich natürlich wieder meine Sportness-Waffeln mitgenommen, die ich ja sehr gerne nasche zwischendurch. Und noch ein Duschgel. Ja. Hallo Winterpflege, Mandelmilch und Pflaume von Tee bei TT Sepp. Das hatte ich ja in das Tauschpaket gepackt von der lieben Franzi. Und das hat mir, also da habe ich mir überlegt, das muss ich mir auch mal angucken, weil Pflaume mag ich wirklich auch gerne, interessanterweise. Und ja, ich glaube, das könnte mir gut gefallen. Deshalb habe ich mir es auch selbst nochmal geholt für nächstes Jahr dann. Gut, das war jetzt dann alles von DM. Was ich auch noch habe, sind die hier. Ganz wichtig, die wichtigsten Plätzchen, die wir brauchen im Winter, sind die von Weiß. Und zwar sind die vom Edeka. Und die gibt es dann immer ab September. Und ab September kaufe ich die auch, weil die jetzt irgendwann im Dezember nicht mehr da sind. Komischerweise sind die im Dezember dann irgendwann aus und dann kommt nichts mehr, ne? Und deshalb nehme ich jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, einen Pack mit. Der wird meistens auch bis zum nächsten Mal dann von meinen Männern gegessen. Aber manchmal stauen sich dann auch zwei, drei Plätzchen Packungen hier an. Macht ja nichts, ne? Die gehen schon noch weg. Ja. Und die würden wir auf jeden Fall vermissen, wenn die an Weihnachten nicht da wären. Genau. Wichtig. So, und was habe ich noch? Nein, ich habe was vergessen und zwar von Alouette das weihnachtliche Klopapier. Das finde ich auch wichtig. Habe ich dieses Jahr das erste Mal mitgenommen, weil dieses schöne Motiv drauf ist. Und hier sind Herzchen und ja, fand ich ganz süß und es soll weihnachtlich duften. Ich bin sehr gespannt. Das wird jetzt auch gleich in die Bäder einziehen. Mal sehen, was meine Männer dazu sagen. Die sagen wahrscheinlich, du hast sie nicht alle. Ne? Aber man weiß es nicht. Jetzt gibt es natürlich noch die Verlosung und zwar gibt es dieses kleine süße Nikolaus-Päckchen zu gewinnen. Ja, ich habe hier ein paar schöne Sachen reingepackt, zum Beispiel eine feste Duschseife von Isana,
ein Parfüm von Idol, eine Lippenpflege von Kneipp, ein Badezusatz ist drin aus der Disney-Serie und dann gibt es noch so einen schönen Nagellack von Catrice und ein Lipgloss ist auch dabei von Catrice, von diesen Voluminizing Lips. Ja, lauter schöne und natürlich neue Sachen. Genau wie die, die auf Instagram von mir angeboten werden, sind natürlich auch alle unberührt, na, ist klar. Ja, also, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt unten was Nettes in die Kommentare mit dem Hashtag Verlosung. Ansonsten stehen die Teilnahmebedingungen natürlich wieder in der Infobox. Genau. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und falls ihr Lust habt, folgt mir auf Instagram. Da gibt es jetzt auch jedes Adventswochenende nochmal eine Verlosung bis Weihnachten. So, und das war es jetzt von mir heute. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen unterhalten und hat euch gefallen. Ja, das war der Tag 3. Ich bin gespannt auf die Videos der anderen Mädels und schaue natürlich auch jeden Tag bei jedem vorbei. Schaut unbedingt auch bei allen anderen vorbei. Die haben sich so viel Mühe gemacht und ich finde es ganz toll, eine ganz tolle Idee. Und nochmal lieben Dank, Tesli. Ansonsten wünsche ich euch allen eine wunderbare Adventszeit. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit trotz allem. Macht es euch ein bisschen schön daheim. Macht's gut und bis bald. Ciao. Merry Christmas!